Guten Morgen und herzlich willkommen mal wieder zu meinem Hausfrauen-Stream. Heute zu einer Folge mal was ganz Neuem. Und zwar wollte ich das schon die ganze Zeit machen und zwar weiterhäkeln. Guten Morgen, Thoras. Oh, da wird direkt meine Kamera ohne scharf. Ist hier Thoras? Laptop hebt schon ab. So, mal gucken. Ich habe meinen Kreis schon mal angefangen und habe es auch Gott sei Dank hinbekommen. War nicht so einfach. Hier bin ich mal gespannt, das weiterhin kriegen. Also so sieht es jetzt aus. Ein geschlossener Kreis mit festen Maschen. Wir wollen den. Mein Setup ist nämlich so hier. Ach, alles wackelig. Wir wollen das wieder mit festen Maschen machen. Also weiterführen. Setzen uns dann einen Anhaltspunkt hin bei der letzten Masche oder bei der Anfangsmasche. Dazu nehmen wir so ein kleines Abstands. Na. Ich weiß gar nicht, wie man die Dinger überhaupt. Wobei ist die Frage. Warte mal, alles in Orange hier. Dazu müssen wir immer in die eine Masche doppelt reingehen und in die nächste Masche nur einmal. Und da bin ich noch nicht so ganz zufrieden, wie das hier ist. Beides später. Ist überlegt, ob ich das auf dem Küchentisch mache. So, also, dann erstmal die erste Masche finden, das ist so eng gehäkelt. Und wickeln einmal. Stechen dann in die erste rein. Und das da hinkriegen. Nee, das. Doppelt und dreifach. Wenn wir erstmal wieder reinkommen. Oh. Nehmen. Einmal komplett durchziehen. Einmal einfesseln, schon natürlich komplett durchziehen. Das ist falsch. Das Band zweimal umwickelt. Ich habe mich schon gewundert, warum ich vier Räder mache. Ist der Band drin? So, jetzt hat's. So, in die erste gehen wir doppelt rein. Also nochmal wieder in die gleiche Masche.
wieder durch. In die nächste gehen wir die Beine rein. Sag ich, warum ich das gemacht habe. Ist natürlich nicht gerade vorteilhaft, wenn man es eng macht. Wieder doppelt rein. Wo ist die hier? Ich mache nachher auch noch mal Stäbchen, aber das mache ich dann mal mit einer anderen Wolle. Man muss das immer merken natürlich, ne? Wenn man die Kamera steht scheiße, ne? Das ist das erste Mal so, ne? Brauchst du nicht? Am besten wäre natürlich hinter mir, ne? Das ist schlecht. Sieht man ja nichts. So, doppelt vorne drin, das heißt wieder einmal. Und dann wieder zweimal. Und so weiter und so fort. Und dann sollten wir unsere festen Maschen hingekommen, weil die jetzt nicht sind. Und einmal, zwei. Man muss es immer im Hinterkopf behalten, obwohl man es auch sieht, sonst ist es nicht. Man sieht auch schon den äußeren Rand und dann mit einer festen Masche. Man muss immer, wenn man rausgeht, mal bedenken, dass man immer. Jetzt machen wir 1, 2, 1, 2. Und dann irgendwann machen wir 1, 2, 2. Und so weiter und so fort. Die nächste. Um natürlich den Kreis zu bekommen. Thank you.
Ich kann da noch nicht durch. Zwei, eine. Und viele denken, man kann da mal so Tischdeckchen draus machen, man kann aber auch Teppiche draus machen, weil ich habe vor, keine Werbung zu gucken, sondern da draußen einen Teppich zu machen. Also es wird dann irgendwann ganz groß. So, ich versuche es nochmal. Vielleicht kann die mir über meine Schultern gucken. Vielleicht geht das ja. Dann hätten wir auch ein besseres Bild. Jetzt fängt neu an zu streamen. Sie müssen noch stehen bleiben. So, jetzt haben wir es aber. Ich hoffe doch. Oh, ganz neue View jetzt hier. Mit meinem ganzen Background. Sieht ja lustig aus. So habe ich noch nicht gestreamt. Mal was anderes, ne? Technische Probleme, ne? Fokussiert alle mal. GG, ne? Ah! Oh, jetzt haben wir es auch. Aber so sieht auch besser aus, ne? So kann man besser gucken. Jetzt muss ich mich da erst reinfuchsen. Ich habe mir fast gedacht, dass ich die Kamera lieber von hinten mache, oder? Ja, auf der Couch. Das ist gerade die beste Möglichkeit hier, ne? Auf dem Küchentisch auch nicht. Zwei. Eins. Zwei. Eins. Wie beim Militär. Und ausgelassen durchs Leben tanzen. Ja,
wir jetzt die Masche finden. Ah. Wie nehme ich da gerade immer irgendwas anderes mit? Den Faden von der anderen Seite. Komm jetzt. So, das jetzt hätte ich einen ausgelassen. Aber ist nicht. Ja, schon muss ich hier alles legen. Ne? Essen halt. Und den halben Tisch hier. So kann man das Tisch hinkriegen. Ich habe morgen schon mit Rüttler und keine Ahnung was geweckt hier. Ich wollte mal freiwillig aufstehen. So, wir können wir gleich die Abstandsnadel. Abstandsnadel? Abstandshaken. Also. Die Wolle ist nicht gerade kämpflich, wieder zurück eignet. Weil die sich teilt. Das ist fein. So. Mal schauen noch. Also ich weiß nicht, ob man das unbedingt zwingend nötig braucht, mit dieser Abstandsnadel. Ich sehe es eigentlich so, dass ich finde, es ist ziemlich eindeutig, dass man das sieht, wo man dann wieder reingehen muss. Aber manche brauchen das als Unterstützung. Und zwar haben wir jetzt hier so gesehen das Ende und gehen dann, wenn wir den Ring abschließen wollen, nicht nochmal den Faden aufnehmen, sondern einfach nur so in die untere Masche rein, in den Faden mit und gehen hier durch und dann ist der Ring geschlossen. Wollen wir hier auch nicht abschließen. Wenn wir den abschließen wollten, müssten wir ganz einfach nur den Faden trennen, einmal durchziehen und. Aber das wollen wir jetzt ja in diesem Fall nicht. Wir machen noch eine Runde. Wieder hier in den Anfang doppelt reingehen. Und dann gehen wir wieder raus. Ich finde, das sieht man, wo der Anfang und wo das Ende ist. Eigentlich ziemlich deutlich. So, jetzt überlege ich gerade, wie wir das machen. Ich habe jetzt einmal doppelt, einmal einfach in die nächste Masche. Es könnte jetzt sein, dass wenn wir das nicht tun, dass wir jetzt zweimal doppelt, einmal einfach. Dass sich dann der Kreis quasi nach innen wölbt oder nach außen, weil da bin ich auch kein Profi. Ich werde es mal ausprobieren. Also wir haben jetzt eine doppelt, eine einfach, eine doppelt. Ich mache jetzt noch mal eine doppelt. Der Faden nicht kaputt. Nachher wählt sich sonst der Kreis und dann ist natürlich das nicht gewollt.
wieder zweimal doppelt. Ich meine, eigentlich ist es, glaube ich, logisch zu erklären. Man macht das, damit sich das nicht wellt. Wenn man zu viel am Rand hat, dann wellt sich das. Und wenn man zu wenig hat, zieht sich das zusammen. Aha. Okay. Viel Glück, Thomas. Ich bin gegen später auch nochmal weg. Später. Ich weiß noch nicht, wie. Dürfte sich das nicht wählen. Man sieht das, das ist nicht gerade. Einfach doppelt, wieder doppelt. Mit den Stäbchen bin ich noch nicht ganz so konform. Aber ich finde, das ist der feste Maschen sehen auch gut aus. Kann natürlich X-Plebien-Muster reinhauen. Das sind diese gängigen. Einmal zwei doppelt, wieder doppelt. Und ja. Hello. Genau. Wieder doppelt. Man sieht jetzt aber auch in den Maschen, wie viel man da reingemacht hat. Weiß ich nicht, wie das ist, wenn man schwarze Wolle hat. Dann wahrscheinlich sieht man das eher schlechter. Doppelt. Ich war jetzt auch nicht mehr so eng. Gucken, ob ich das rein. In die Masche. Und so wird alles hier. Mal doppelt. Einfach. Wenn nicht, mache ich das nochmal auf und gucke mir das, also gucke mir das jetzt so im Ergebnis an. Und wenn nicht, muss ich das anders machen. Wie man sieht, jetzt geht's noch. Aber ich habe das schon so gehabt, dass ich das so übertrieben gewählt habe und das macht gar keinen Sinn. Nee, ja. Diese Woche neu im Notebook. Soll ich das jetzt erklären? So, nochmal doppelt. Ich glaube, wenn man jetzt noch mehrere doppelt machen würde, dann wird sich das auch wählen. Thank you.
Moment. Aber wir sehen es nachher im Gesamtpaket. Und ich versuche mich da halt jedes Mal reinzufuchsen. Das sieht schon ganz schön aus. Einfach. Mir gefällt eine feste Masche auf jeden Fall was als Stäbchen. Man sieht, es fällt sich schon so ein bisschen, so wenn ich das halte. Deswegen muss ich nachher noch gucken, ob das so okay ist. Oder nicht andere Taktik. Aber wenn sich das zu viel wälzt nachher, haben wir das Problem natürlich, wenn wir rausgehen aus dem Kreis. Ja, ganz okay. Ich habe gut geschlafen. Bis auf den Lärm heute Morgen schon wieder. Der Rüttler in meinem Bett. Wir müssen gucken, wir sind am Ende. So, einfacher. Man kann natürlich auch die Masche ziehen. Das geht auch. Wirklich. Eine noch. Ich nehme da mal jetzt keine doppelte. Bis das Ende ist. Ich glaube, das legt sich jetzt immer noch so. Jetzt rein würde ich in die untere Reihe stechen. Den Anfang fürs nächste. Das wird ja jetzt spannend dann. Ich glaube, ich mache noch mal einen Kreis so. Mit doppelt, also 2 und 1. Wenn man bedenkt, wie lange ich schon gelesen habe. Nehmen wir alles in Nahaufnahme von hinten. Na, wir schnappen nachher schon was. Auf jeden Fall. Ich wollte hier dann noch das nächste Projekt mit der Wolle anfangen. Das ist eine ganz flüschige Wolle. Das ist ganz potthaft, alles rosa. Aber es ist auch weiß und rosa. Da werde ich aber anfangen zu stricken dann. Nicht zu häkeln. Aber so ist es so schön. Den Faden nachher kann man natürlich vernähen. Ne? Das ist ja logisch, dass man den da drunter nicht behält. Den benutzen auch viele als Abstandshalter. Anstatt die Klemme, dass sie den Faden hier reinlegen und dann wissen, wo der Anfang war. Das ist auch ganz easy. Wie gesagt, ich sehe das nicht so. Ich habe ja einen runden Kreis hinbekommen, auch ohne Abstandshalter. Und da bin ich mal gespannt, wenn das ganz, ganz groß wird, wie es dann wird. Ja, man kann das gar nicht mehr halten wahrscheinlich. Muss man auf dem Boden häkeln oder so. So, wir machen wieder. Doppelt die Anfangsmasche. Ja. Komm her. Ich mache nochmal doppelt in die nächste. Ich werde das mal testen jetzt und mal gucken, was passiert. Wenn wir doppelt, also 2x2 und 1x1 machen. Wir sind jetzt ein Kreis weiter draußen. Entweder zieht sich das dann doch mehr zusammen oder ich verstehe es nicht. Eins von beiden.
Ich habe Angst, dass ich das dann gleich werde. Ja, wir werden es sehen. Das ist also tot. Aber wir können ja auch keine einmal maschen, denn das geht ja auch nicht. Einmal in die Masche. Das ist eine Frage. Dieser Wolle. Ja, doppelt. Das sind andere Probleme. Also die Probleme haben wir beim Häkeln, aber das ist nur beim Häkeln. Das ist kringelt sich, glaube ich. So, jetzt haben wir genau das Problem. Jetzt muss ich, ich aufmachen, mehr als eins weil mehr als der Bollen wieder. Genau. War man das perfekte Beispiel. Hier sieht man es jetzt. Hier ist überschüssiger Stoff. Das kringelt sich dann nachher noch weiter. Hier ist unser Anfang, das ist genau. Also wieder aufmachen.
mache das jetzt anders. Ich mache jetzt mal einfach nur einmal doppelt am Anfang. Also hier. Ich mache dann einfacher, weil erst einmal nur eins. Gucken, was dann passiert. Experimentchen. Soll ich die Anleitung findet man da auch nicht so wirklich? Jens, weil das kann sein, dass sich das dann zusammenzieht, wenn wir nur einmal reingehen in die Masche. Concentration. Alles nicht. Ja, das habe ich toll gemacht. Angewohnheit. Nein, muss man nicht. Mal gucken, ob sich das dann zusammenzieht. Ich bin manchmal irritiert von der größeren Masche. Ob da jetzt schon mal drin war oder nicht. Optische Täuschung. So, nach diesem Abschlusskreis will ich dann eine Wolle nehmen. Thank you.
Guten Morgen, Trollkobold. Hallo. Es geht ab. Ja, heute mal hergehen. Vielleicht fangen wir auch noch streng an. Mal gucken. Ich muss einiges erstmal hier durchtesten, was den Kreis betrifft. Ich habe schon mehrere Anläufe gehabt. Einmal mit Stäbchen, einmal mit Fesselmasche. Fesselmasche finde ich am hübscher. Da muss ich mich erstmal ein bisschen rumprobieren. Dann wird das ein längeres Projekt. Auf jeden Fall. Also einen Teppich strickt man ja nicht mal eben so. So einen runden Teppich. So, wenn man am Ende angelangt, dann gucken wir mal nach, ob das jetzt funktioniert hat. Dann haben wir noch die letzte Masche. Mal in die untere Masche reingehen. Dass man den umwickelt. Und den Kreis schließen. Dann gucken wir. Na klar. Das soll so ein riesengroßer Kreis von der Teppich werden. Also meine Tendenz war doch richtig. Also doch nicht. Wie gesagt. Gut, ein bisschen schräg, was ich da gleich unten. Es liegt sich auch noch, so ist es nicht. Also meine Tendenz war doch richtig. Nicht zweimal in die Masche reingehen, zweimal, sondern nur einmal. Und ich denke mal, wenn man jetzt noch einen Kreis bildet, was wir jetzt ja gleich mit der nächsten Wolle machen, dann muss man zweimal wieder in die Masche reingehen. Wir werden sehen. Das wird es dann. Wenn wir den Kreis jetzt beenden würden, können wir auch. Und wenn wir das wieder rausziehen, hier durch mit einer Nadel stechen und dann einfach den Kreis zu ziehen. Das ist ganz easy. Na. Und was machst du heute Morgen Schönes? Ich finde, es kommt auch immer darauf an, welche Farben man nimmt. Ne? Ich hätte auch noch genug Wolle geschenkt bekommen. Aber ich benutze lieber also pastellige Farben. Da ist alles Mögliche drin. Oder rosa oder. Lila. Habe ich gar nicht. Doch, ich habe ja einen Schal mit lila, blau und so weiter gemacht. Aber so richtig grün oder rot, das ist nicht so meins. Also der Faden ist etwas dünner, aber auch nicht wesentlich weniger. Jetzt nur ein bisschen. Und den machen wir ganz einfach jetzt hier zusammen. Ziehen wir mal raus. Das können wir nachher abschneiden. Mache ich das beim Stricken auch, das sieht man nachher überhaupt gar nicht mehr. Kleines Knötchen rein. Kann das natürlich auch noch anders vernähen. Na klar, Liebe.
Kann ja mal meinen Schal holen. Wenn ich den schon gesehen habe. Vor allem Profi-Exemplar. Moment. Das ist ja eigentlich mehr fast schon ein Decke als ein Schal. Aber ich sag mal so, man kann es für beides benutzen, ne? Das ist riesengroß, aber wenn man es dann um Hals legt, geht es eigentlich. Ist halt mega schwer, ne? So. Es ist Winter ausgebrochen bei Jessie. Aber da sieht man auch, das ist dann gestrickt. Das ist nicht gehäkelt. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich manchmal stricken lieber mag als häkeln, aber ich fuchse mich da langsam so rein und langsam macht mir Häkeln auch Spaß. Das machen ganz viele Muddis immer, dass sie dann den Schal so hinten drauf legen, als eine Art Poncho, weil man immer anfängt, im Nacken steif zu werden von dieser Haltung. Vom Stricken und zum Häkeln. Nehme ich Aufträge entgegen. Also ich will jetzt mal sagen, ne, was der Schal, also der ist jetzt 1,40er Länge, glaube ich. Das, was der an Zeit gekostet hat, das darf man gar nicht gegenrechnen. Also Materialwert war, glaube ich, bei, sagen wir, 25 Euro. Und reine Arbeitszeit, ich habe da Monate dran geguckt, aber gut, okay, nicht jeden Tag, ne? Aber 100 Stunden bestimmt. Also danach darf man nicht gehen. Also ich weiß zumindest, kommt jetzt keine Musik mehr. Ich weiß zumindest von meiner Nachbarin, die hat mal ein Schal gemacht, ein Pullover. Und für den hat sie eine Woche gebraucht. Und dann kommt es eben halt nochmal drauf an, was man da, ich sag mal, für eine Wolle benutzt. Ne? Ich meine, Wolle gibt es von 1,50 Euro bis 30 Euro, das Knoll. Eine passende von der Musik her. Nein. Insofern, das muss man dann sehen, ne? Das ist wirklich Handarbeit dann. Deswegen sind Stricksachen ja auch so teuer. Naja, also ich kann das ja immer nicht so. Rein theoretisch könnte ich das zählen. Wenn ich jetzt alle Reihen zählen würde vom Schal, Kamera, wenn ich alle, mal rumgeschissen, alle Reihen jetzt zählen würde und ich pro Reihe so fast 10 Minuten gebraucht habe, dann kann man sich das ausrechnen. Aber ich rechne das jetzt ja nicht alles aus. Und die Fransen, die ich nochmal extra dran gemacht habe, da sind Fransen dran, da wollen wir gar nicht mehr drüber sprechen. So, Oma strickt doch mal weiter. So, machen wir jetzt eine oder doppelt? Ich mache mal eine, ich versuche mal. Und dann können wir immer noch doppelt machen, falls es nichts wird. Also doppelt wieder natürlich in die Anfangsmasche. Klar. Wie geht es hier runter, Stützchen? Oder können wir heute mal gucken, wie wir rausfallen vielleicht. Ja, genau, die darf man nicht berechnen. Das ist echt so. Tatsache. Ja, mir geht's auch ganz gut. Ich war gestern. Ich dachte, du wärst schon weg, Thomas. Ich war gestern halt nur hart genervt von dem Kack-Laptop. Aber gut. Ich habe mir überlegt, vielleicht zucke ich heute gar nicht immer heute Abend einen Stream. Wird euch nicht so passen, aber ich weiß. Ja, mal gucken. Und was kam mit ihr heute Morgen rum? Doch, mach doch.
Ja, ich hatte ja vor, die was Bestimmtes zu machen im Livestream, ne? Ich überlege mir noch, irgendwas fehlt einkaufsmäßig, aber ich glaube eigentlich nicht. Ich nachher nochmal lesen muss, auf jeden Es ist auf jeden Fall schon eine große Nerve hier draußen. Schien schon. Mayon. Ach so. Und was hat er erzählt? Ja, ich weiß, aber hätte ja nicht sein können, dass du schon weg bist, Thomas. Du guckst doch meine Streams nicht. Vor allem nicht, wie ich hier Oma Trude häkelt. Ich kann aber noch stricken zeigen, ist auch kein Problem. Da fangen wir dann auch mal an. Ich muss mir erstmal gucken, ob das hier so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Mit einmal in die Masche rein. Wenn nicht, dann habe ich das Video nicht verstanden, was ich mir angucke. Ne. Ist auf jeden Fall anders geworden. Ist nicht so plüschig locker. Hier mit Thoras zusammentun und dir beide Rückenschmerzen hat. Mama wird nicht jünger, ne? Gut, dass ich sowas immer nicht habe. So gut. Das fehlt mir auch noch von dem Schmerzen. Ja, was läuft hier auch? Erstmal werden wir alle Volleyballen jetzt hier. True. Ja. Rückenschmerzen sind doch scheiße. Aber kriegst du dann nicht auch Physio dann oder Krankengymnast, wie das da heißt? Dann massieren lassen. Ja, eigentlich kann man auch super Übungen machen bei der Krankengymnastik, ne? Man muss da ja nicht nur zu Massagen gehen. Jetzt kann wieder die Innere waschen. Ja, die andere Wolle ist jetzt die Wolle ist jetzt ein bisschen lockerer, dadurch werden die Maschen gar nicht so eng. Hier habe ich einen echt krank gebaut. Mit zu eng. Ich sehe ja noch immer die Maschen. Ja. Also ich würde ja auch noch für andere was machen, so, aber die haben ja auch keine Ideen. Also so im Moment, dass ich sage, ich hätte jetzt Bock mal, was weiß ich, Socken zu machen oder sowas. Bin ich jetzt auch nicht so für, ne? Aber irgendwann mal würde ich das schon ganz gerne mal ausprobieren. Damit ich weiß, wie es geht jetzt, ne? Oder ein Pulli oder sowas, ne?
Aber stricken würde ich da definitiv nicht machen. Nein, wir können ja zum Vergleich, wenn ich die Reihe fertig habe, mal anfangen zu stricken, dann werdet ihr sehen, das dauert wesentlich länger. Und häkeln, aber es ist, man muss Pro und Contra sehen. Also häkeln verbraucht wesentlich mehr Wolle, geht aber schneller, stricken weniger, aber dauert länger. Kann man so oder so sehen. Und ich bin jetzt auch nicht gerade die Schnellste, ne? Also beim Cord könnte ich jetzt nicht mitmachen. Manche hier gehen ja so schnell. Das ist ja der helle Wahnsinn. Aber ich mache es ja nicht deswegen. Das ist entspannen. Das hier ganz nett ist. Was sind die denn da schon wieder alle Seen da draußen? Da steht kein Schwein. Oder die Gärtner sind schon im Wald unterwegs. Ja, die machen da irgendwas auf, bei vorne, bei mir am Haus. Bei mir auf dem Weg. Mäßig. Genau. Oh, so, Omi finden meine, hier, die Leute meine Teile gar nicht so. So, wir sind gleich fertig. Mal gucken, ich glaube, der Kreis wölbt sich nach innen. Gucken wir. Wenn du richtig stehst, ne? Mal sehen, ob das Licht angeht. Die letzte. Hier sieht man jetzt den Anfang nicht so gut. Ich glaube, ich habe, ich hätte eine doppelte reinmachen müssen. Ja, genau, da ist das Problem. Also ich glaube, wenn man jetzt, ist es noch gerade, aber wenn man es leicht nach oben nimmt, wölbt sich das nach innen. Das heißt, man müsste bei der nächsten Runde dann auf jeden Fall zweimal doppelt und einmal normal rein in die Masche. Weil ich es kann, ne? Ich weiß gar nicht, was ihr habt. So ein Oma-Hobby ist es gar nicht. Aber diese Wolle soll sehr kompliziert sein. Ich bin mal gespannt. Also zu häkeln, zumindest zu stricken, weiß ich nicht. Ja, anfangen. Ich nehme dafür auch dicke Nadeln dann. Dicke Maschen. Dann nehmen wir noch den Rest. Zum Schauer. Bin gut ausgestattet, ne? Ich habe mit so dicken Nadeln, muss ich ehrlich gesagt, dass ich die nicht bin. Warte mal, da steht es drauf. 15, 15er Nadeln habe ich noch nicht gestrickt, muss ich sagen. Nehme ich auch neu. Ja. So, ich mache das gar nicht kompliziert im Gegensatz zu manchen anderen. Also da habe ich auch so meinen Trick entwickelt. Finde ich schade, dass das Band leider nicht so lang ist. So nehme ich das mit den Fingern. Andersrum, genau. So gehe ich rein. Erste Masche. Manche machen dann Trara. Also ehrlich, so geht das auch, Maschen aufzuziehen. Das ist easy.
Ich habe mal meine erste Maschine hier oben drauf. Daraus finde ich dann ganz gerne Schalen. Ich meine, das ist so flüschig. Jetzt noch die Frage, wie breit mache ich den? Also bestimmt nicht so wie der, den ich jetzt da. So nicht. Ich meine, Trick 17, die Maschen aufziehen. Es geht auch noch wesentlich komplizierter. Klar, der Faden baumelt jetzt hier unten rum, aber das ist ja egal. Also ich wollte nicht so einen dicken machen. Ich weiß auch ehrlich gesagt noch nicht, wie lange ich damit komme, weil ich habe, wie viele Knolls? Ich glaube 4 Stück. Und da sind, steht ja immer drauf, 90 Meter nur drauf, also das ist nicht gerade wirklich so lange. Das ist zu dünn, ne? Das verändert sich auch gleich nochmal. Muss man echt aufpassen mit der Wolle, dass man nicht zu dünn zieht. So, Dünnschall, das reicht. So, dann drehen wir um. Also ich bin hier, ich stricke immer rechts. Und ich habe auch keine Lust, zu links zu wechseln, weil, ja, dann viel Spaß passiert. Weil ich mag gerne, wenn das gleiches Muster hat. Wenn man das Muster, dadurch wechselt man das Muster. So. Man kann es einfacher machen. Ich mag gerne, wenn der Faden rechts ist. Ich ihn einmal drüber schiebe und dann unter die Masche durchgehen. Oh Gott, da bin ich mal gespannt, wie das wird. Und die ersten Maschen sind Kacken, das ist meistens so. Noch das ganz locker halten. Kann das sein, dass wir nachher noch unten was übrig haben? Man sieht es, ich komme hier auseinander. Wenn ich unten fest genug bin, ziehen wir da nicht so dran. Das sieht ja aus. Eigentlich gibt ja auch Leute, die stricken mit ihren Händen, ne? Das ist ja alles. Wenn uns gleich noch Maschen fehlen, können wir hinten dran sogar noch welche machen. Weil wir da ja noch ein bisschen Faden haben. Ganz weird mit so großen Nadeln zu stricken. Hauptsache, wir haben unten eine gerade Reihe. Sind auch noch ein bisschen fest. Man sieht ja auch dann hier unten, dass schon die erste Reihe da ist. Wir müssen immer beim Stricken bedenken, dass man das versucht, irgendwie alles gleichmäßig zu ziehen. So dass es auch gleichmäßig nachher unten aussieht, der Rand. Der zweiten Reihe ist besser.
Ich hoffe gleich, wenn das ein bisschen lockerer ist, ist es dann auch nicht mehr so schwer, da drunter zu greifen ist. Dann können wir gleich mal gucken, wie viel Zentimeter wir hier dran nehmen. An Länge. Ich meine an Breite. Das ultra weich. Denn ich ziehe da gleich nochmal das Schild raus. Den ist auch definitiv nicht so wichtig, wie man es eigentlich machen sollte, aber so und war ich ganz gut. Hat bisher so geklappt. Das versteht man dann auch unter der holländischen Strickart. Riesen-Oschis, ne? So, rasieren ist fertig, oder was? So, ist zu wenig. Ich mache noch mal ein paar. Ach, wir kommen jetzt hin. Ich das wieder machen. Ich nachdenken. Trickster. Welcher Wodka? Jetzt wenn der Wodka stehen.
Schummel mir den Maschen. Es ist kein Wodka, ne? Maschen machen, ich habe zu viel. Nicht sonst. Geht auch. Nee, ist klar. Ja, man muss doch mit guten Dingen in den Tag starten, oder war das nicht so? Ich will den Russen. Ich glaube, die da draußen würden auch einen mitsaufen. So. Ja, ein bisschen mehr. Oder was sagt ihr? Ihr sagt gar nichts dazu. Euch juckt das sowieso nicht. Breite. Ja, könnt ihr ja zusammen zocken. Du hast bestimmt auch online. Mir ist eigentlich gar nicht so nach zocken jetzt im Moment, weil ich gestern angefangen habe, schon das Next Topmodel wieder zu gucken. Also von Anfang an, weil ich ja noch nicht. So, das reicht. Nee, wir sind zu viel fahren hier übrig. Was ist das? Ist okay. Reicht so die Menge? Ja, ne? So, okay, so. Nicht, dass es zu lange wird. So, jetzt drehen wir einmal um. Ja. Als wenn du das kannst. Ich habe kein Problem, zum Zahnarzt zu gehen. Juckt mich ja gar nicht, ne? Aber damit habe ich ein Problem. Wir machen heute Rüttler-Time, ey. Begeistert. Na, ich bin nachher auf jeden Fall nochmal auf einkaufen.
Und dann weg. Ich bin wieder alleine. So. Gucken wir mal, wie es wird. Was werde umdrehen? Nicht den falschen Faden nehmen. Kennzeichen. Ich mache da mal einen Schlumpf rein. Dass der mich so irritiert. Dann müssen wir versuchen, jetzt locker zu strecken. Was wäre das denn jetzt? Oh, ich weiß auch nicht, ich habe gar nicht geguckt. Gucken wir mal. Was da angeblich für. Dass da angeblich für Nadeln für geeignet sind. So, mal gar nichts drauf. Immer eine empfohlene Größe. Die ist anscheinend bei denen egal. Beim Zahnarzt. Danach. Muss ich aber ganz locker stricken. Das ist komisch mit so dicken Nadeln. Normalerweise dachte ich, man kriegt Kreislauf währenddessen jetzt. Das ist nicht so einfach. Mit diesen dicken Nadeln. Ich ziehe mir wirklich gar nicht. Na ja gut, das sind die ersten Maschinen, die sind immer ein bisschen fester. Ich hoffe doch. Sonst hat das aber auch keinen Nennwert, so zu strecken, ne? Wenn man jedes Mal drauf prügeln muss. Was die Wolle kaputt macht. Gucken, was die zweite Reihe sagt. Das ist auch für mich übrigens jetzt so ein Experiment hier, weil ich das noch nie ausprobiert habe. Mit zu dicken Nadeln und zu dicker Wolle. Kann es sein, dass es eigentlich geeignet ist, wenn es hier so locker ist?
glaube, wenn ich anfangen würde, irgendwelche Figuren zu pickeln, dann wäre die Schlange lang. Da gibt es irgendwie immer Nachfragen für, komischerweise. Verschenken an die Kinder oder sowas. Dann reißt sie nicht ein. Ränder. Das ist der letzte Zug, weiß ich nicht. Gucken. Doch, jetzt ist es geschmeidiger. Wenn wir jetzt in der dritten Reihe oder so sind. Jetzt ist es ein bisschen lockerer, weil ich das auch locker gelassen habe, irgendwann oben. Dann ist es einfacher zu stricken. Ja. Und die sind so zu fest da, um nicht drauf auf die Nadel zu schieben. So, und jetzt Luft nach unten und so kann ich die jetzt ein bisschen weiter rausziehen. Maschen. Ich muss sagen, das ist jetzt nicht gerade das Komfortabste, aber ich glaube, dass man auch dicke Nadeln nehmen muss. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass man das mit dünnen Nadeln stricken kann. Sonst ja gar kein Platz da wäre. Und dann stellt euch mal vor, man nimmt jetzt anstatt der dicken Nadeln vergleichsweise jetzt so eine. Das ist jetzt nicht die dünnste. Das ist eine 6er. Ne, geht noch wesentlich dünner. Das ist schon ein Unterschied. Ich würde sagen, 6er ist eher Standard. Ich weiß gar nicht, was so Standard ist beim Stricken für die Wolle, aber beim Häkeln ist es ja meistens eine 4,5er oder eine 5er, wie ich sie da habe. Das oben drauf zu schieben.
schon hart anstrengend im Gegensatz zu normaler Rolle. Edelstahlnadeln, also die sind neu. Ich weiß nicht, ob sie deswegen nicht so rutschig sind. Aber die sind wesentlich rutschiger. Faden von der Wolle ziehe ich überhaupt nicht. Aber gut, man kann das erst sehen nachher, wenn es weiter ist, wie es aussieht. Das kriegen doch länger als Sieg. Letzte Masche. Ja, muss man sehen, ob das so nachher vorteilhaft aussieht oder nicht. Noch kann man da kein Ergebnis erzielen. Nur noch ein paar Maschinen. Rein, meine ich. Es ist trotzdem schwer, die Nadeln auf, die Maschen auf die Nadel zu bringen. Was das überhaupt nicht rutschig ist. Und wie man das ja annimmt, bei so einem Wolle. Ich frage mich, wie das wäre, wenn man sowas mit Armen stricken würde. Es gibt ja so eine Wolle, die ist aber auch riesengroß. Haben wir schon alles gesehen.
Das Draufpacken auf diese Nadel ist nicht so schlimm, aber das Draufziehen auf diese Nadel ist schwer. Der Verbrauch der Wolle geht eigentlich, habe ich jetzt nicht schlimmer vorgestellt. Ich dachte, das Muster gerade vorteilhaft ist dafür. Vielleicht doch häkeln. Erst die Wolle kaputt zu machen, dann raufschieben. Wird eigentlich besser. Obwohl die Maschen da oben locker drauf liegen. Kommt jetzt um auch schon. Thank you.
Man sieht, es dauert, bis man dann wirklich erstmal das sieht. Ergebnistechnisch. So, noch ein paar reinmachen. So, aber ich würde dann das nächste Mal weitermachen und hier nochmal eine vernünftige Position für meine Kamera überlegen. Weil so ist es unbequem. Ich werde ja keine Rückenschmerzen kriegen hiervon, das soll ja auch Spaß machen. Das Bock habe ich auf jeden Fall weiterzumachen. Mal schauen. Ich werde jetzt erstmal Breakfast machen. Ja, ich bin jetzt auch weg. X-Lörk-Modus. So sieht es aus. Ich weiß nicht. Sind halt die Wellen rein, ne? So wie hier bei dem Muster. Und es ist die Frage, ob das dann auch wirklich Tatsache dann hinterher gut aussieht. Ne? Ich glaube eher nicht. Müssen wir mal gucken, wie das gehäkelt aussieht. Und dazu können wir dann ja noch, wir haben ja noch andere Knolls nächstes Mal aufmachen und dann das mal gehäkelt. Aber angucken, weil wir haben ja hier noch Nadeln. Mal gucken. 5,5 nicht. 5,5 nein. Das ist schon eine dickere. 8,0. Ich glaube, das war die größte. Und ein kleiner. 10 vielleicht noch. Das sind ja gar nicht so gut. Warum habe ich jetzt 2x5,0 gemacht? Nein. Nee. Dann 8,0 würde ich dann aktivieren. Es gibt noch, glaube ich, 10. 10 habe ich aber nicht. Ja, dass wir das dann mit dieser Nadel einfach mal ausprobieren, wie das dann wirken würde, wo man hingeht über studieren, ne? Und erst hinterher kann man dann sehen, ob es gut aussieht oder nicht. So, in diesem Sinne würde ich mal sagen, arrivederci, kambecci, bis zum nächsten Mal. Ende Omas totes Strickkurs und Häkelkurs. Nee. Sag mal. Falsches Screen hier. Ciao.